Didier Drogba ist der Star in seinem fußballverrückten Heimatland der Elfenbeinküste. Bei der WM in Südafrika werden wieder einmal alle Hoffnungen des Landes auf die Stürmer des FC Chelsea gesetzt. Didier Yves Drogba Thibigny zählt zu den besten Stürmern seiner Generation. Der Kapitän und Rekordtorschütze der Elfenbeinküste ist in Hochform. Doch er hat einen steinigen Weg hinter sich. Er wuchs in der multikulturellen Metropole Abidjan auf. Die größte Stadt des Landes hat mehr als 5 Millionen Einwohner. Die Stadt ist sprachlich wie auch wirtschaftlich vor allem französisch geprägt. Diese dicht bevölkerte und von Unruhen gezeichnete Metropole stellte ihn in seiner Kindheit vor extreme Herausforderungen. Dank der pro-westlichen Politik unter Präsident Houphouët Boigny erlebte Abidjan damals ökonomischen Aufschwung und enormes Wachstum. Doch während einige Stadtteile von der einhergehenden Modernisierung profitierten, verfielen andere seit den 1980er Jahren zusehends. Im Alter von 5 Jahren wurde Didier Drogba nach Frankreich geschickt und sollte dort bei seinem Onkel Michel Gobard, einem Profifußballer, leben. Doch 3 Jahre später kehrte er wieder nach Hause zurück. Das Schicksal sorgte jedoch für eine baldige Rückkehr nach Frankreich, nachdem seine Eltern ihre Arbeit verloren hatten. 1993 zogen sie alle gemeinsam in den Pariser Vorort Antony. Bevor er mit 18 Jahren beim Zweitligisten Le Mans anheuerte, spielte er in der Jugendmannschaft des Levallois SC. Er schaffte es in die erste Mannschaft, doch die schlechten Leistungen in seiner zweiten Saison führten letztendlich zu seinem Transfer. Er landete beim EA Guingamp, wo er in seiner zweiten Saison 17 Tore in 34 Spielen erzielte. Durch diese Leistung wurde der Erstligist Olympique Marseille auf ihn aufmerksam. Didier Drogba wechselte im Sommer 2003 nach Marseille. Es war der perfekte Zeitpunkt, da der ehemals die Liga dominierende Verein unbedingt wieder zu alter Stärke finden wollte. Drogba profitierte von diesem Erfolgsdruck. In seiner ersten und einzigen Saison in der französischen ersten Liga erzielte er 32 Tore, darunter 11 Tore im internationalen Wettbewerb. Durch diese großartige Leistung erreichte Olympique Marseille das Finale des UEFA Cups. Doch eine Verletzung an der Hüfte gefährdete Drogbas Einsatz im Finale. Drogba wird spielen. Es hat etwas gedauert, bis er sich erholt hat. Und ich hoffe, dass uns sein Einsatz den Titelgewinn ermöglicht. Doch der FC Valencia war ein harter Gegner, der zu diesem Zeitpunkt seit 14 Spielen in Folge ungeschlagen war. Marseille hatte einige Torchancen, jedoch erhielt ihr Torwart die rote Karte und musste vom Platz. Der FC Valencia ging in Führung. Valencia dominierte daraufhin die zweite Halbzeit gegen die geschwächten Franzosen und gewann den UEFA Cup durch ein 2:0. Trotzdem brachten Drogbas herausragende Leistungen ihm die Aufmerksamkeit des FC Chelsea-Besitzers und russischen Ölmilliardärs Roman Abramowitsch ein. Marseille konnte das 36 Millionen Euro Angebot für den Stürmer nicht ablehnen. Also einigte man sich auf einen Wechsel, obwohl Drogba Frankreich nur schweren Herzens verließ. Drogba verließ Frankreich nach nur einem Jahr und versuchte nun, in einer der renommiertesten Fußballligen der Welt Fuß zu fassen, der englischen Premier League. Die Ablösesumme ist definitiv gerechtfertigt, da Didier Drogba einer der besten Stürmer Europas ist. Wir sind froh, dass er sich für den FC Chelsea entschieden hat. Der Vorstand des FC Chelsea setzte große Hoffnungen in den eher unbekannten Afrikaner. Seine Leistungen sprechen für sich. Wir sind uns sicher, dass sich diese hohe Investition durch das auszahlt, was er am besten kann: Tore schießen. Er unterschrieb beim FC Chelsea nur einen Monat, nachdem José Mourinho als Trainer unter Vertrag genommen wurde. Dieser musste herausfinden, ob seine hochbezahlten Fußballer ihre Gehälter auch wert sind.
Wenn uns dieser Spieler dabei helfen kann, das zu erreichen, was der FC Chelsea anstrebt, dann ist er sein Geld auch wert. Wir wollen nationale und internationale Titel gewinnen. Wenn der Spieler nicht genug dazu beitragen kann, dann muss man ihn als zu teuer betrachten. Und das ist in der Vergangenheit schon oft genug vorgekommen. But again, in the history, you go to the history and you will find a lot of 5, 6, 7 million pounds players really expensive because they play nothing. Nachdem er in seinem dritten Spiel für den FC Chelsea ein Tor geschossen hatte, zog er sich im Spiel gegen den FC Liverpool eine Zerrung zu. Die Verletzung setzte ihn für mehr als 2 Monate außer Gefecht. Während seiner Karriere wurde er immer wieder von Verletzungen geplagt. Jetzt, wo Chelsea an Fahrt aufgenommen hatte, hoffte Drogba darauf, bald wieder fit zu sein. Doch nach seiner Rückkehr hatte er Probleme damit, seine alte Form wiederzugewinnen. Er schaffte es, sich in der Stammformation zu etablieren. Doch es war offensichtlich, dass er sein Potenzial noch nicht vollständig ausschöpfte. Because, you know, I'm not in 100%. Ich habe meine Topform noch nicht gefunden. Bisher kann ich vielleicht 70% meines Potenzials abrufen. Doch das mache ich dafür mit vollem Einsatz. Ich denke, das habe ich vor 2 Tagen bewiesen. Trotz Drogbas mäßiger Leistungen blühte die Mannschaft unter Trainer José Mourinho auf und feierte eine traumhafte Siegesserie. Sie sind wirklich unglaublich gut und kaum zu schlagen. Aber die Saison in England ist sehr lang und es kann noch viel passieren. Irgendwann kommt der Punkt, an dem auch die besten Spieler müde werden, da sie sehr viele Spiele zu meistern haben. Dennoch ist die Entwicklung des FC Chelsea sehr beeindruckend. Sie haben bewiesen, dass sie ganz oben mitspielen können. Für Manchester United, den FC Liverpool, Arsenal London und Tottenham Hotspur wird es sehr schwer sein, mit ihnen mitzuhalten. Chelsea erspielte sich den 2. Meisterschaftstitel der Vereinsgeschichte. Dabei stand die Mannschaft schon 4 Spieltage vor Saisonende uneinholbar vor Arsenal London und verlor in der gesamten Spielzeit nur 1 Spiel. Drogba schloss seine von Verletzungspech gezeichnete Saison mit 16 Toren in 40 Spielen ab. In der nachfolgenden Zeit gewann der FC Chelsea noch mehr Titel. Der Verein wurde in der Saison 2005-2006 erneut Meister. Dazu kam 2005 der FA Community Shield und 2006-2007 der begehrte FA Cup. Nach 2 mittelmäßigen Saisons erreichte Didier Drogba 2006-2007 seine Topform. Er erzielte insgesamt 33 Tore, also mehr als in den beiden vorherigen Spielzeiten zusammen. In der Saison 2007-2008 verließ José Mourinho den Verein, worüber Didier Drogba angeblich nicht erfreut war. Das führte zu Spekulationen, dass auch er den Verein wechseln würde. Doch er bestätigte seinen Verbleib an der Stamford Bridge. In dieser Saison, die er zweifelsohne gerne vergessen würde, musste er erneut verletzungsbedingt pausieren. Er verdrehte sich im Training das Knie und musste 4 Wochen aussetzen. Die Knieverletzung plagte ihn auch 2008-2009. Er versuchte wieder in Form zu kommen, doch er konnte von August bis November nicht spielen. Deswegen verlor er unter dem neuen Trainer Scolari seinen Stammplatz. Doch nach dessen Kündigung Anfang 2009 blühte er unter dem Interimstrainer Gus Hiddink wieder auf. Doch es sollte nicht seine Saison werden. Sie nahm ein ungutes Ende, nachdem er nach der Halbfinalniederlage in der Champions League Schiedsrichter Tom Henning Øvrebø beleidigt hatte. Didier has apologized for his overreaction. Didier hat überreagiert und sich dafür entschuldigt. Wir haben mit ihm darüber gesprochen und er sieht seinen Fehler ein. Das war ein wichtiger Schritt und damit ist die Sache für uns erledigt.
And I think we have to go on. Für diesen öffentlichen Aussetzer erhielt Drogba eine Sperre für die nächsten 4 Europacup-Spiele. Die Strafe wurde auf 3 Spiele gesenkt, nachdem der FC Chelsea Berufung einlegte. Nachdem er die Sperre überstanden hatte, kehrte er in Bestform zurück und schoss in 16 Spielen 14 Tore. Der Verein sieht einer erfolgreichen Zukunft entgegen. Solange der westafrikanische Stürmer sich nicht verletzt, hat er noch seine besten Fußballjahre vor sich. Er spielt nun seine 6. Saison beim FC Chelsea und ist auf dem besten Weg, seinen Torrekord von 33 Treffern aus der Saison 2006-2007 zu überbieten. Die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste, die auch die Elefanten genannt werden, hatte noch nicht viel Grund zum Feiern. Bis 2005 war der Sieg bei der Afrikameisterschaft 1992 ihr größter Erfolg. Damals schlugen sie Ghana in einem Elfmeterschießen. Nachdem es nach der regulären Spielzeit 0:0 stand, gewann die Mannschaft nach insgesamt 24 Elfmetern 11:10. Didier Drogba spielte 2002 zum ersten Mal in der Nationalmannschaft. Ein Jahr später schoss er beim 3:0 gegen Kamerun sein erstes Tor für die Elefanten. Doch sein wichtigster Moment war, als er seinen Beitrag zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2006 leisten konnte. Das ist ein ganz besonderer Moment für mich und mein Heimatland. Die Weltmeisterschaft ist eine große Sache. Ich realisiere es noch gar nicht richtig. Ich hatte bisher eine fantastische Karriere. Sie ist ein Geschenk. Ich habe es innerhalb von 4 Jahren geschafft, von Le Mans in die englische Liga zu wechseln. Und nun werde ich bei einer Weltmeisterschaft antreten. Ich bin sehr stolz darauf und werde viele gute Erinnerungen mitnehmen. Drogba wurde über Nacht zum Nationalhelden. Die Elfenbeinküste wurde vom Weltmeisterschaftsfieber gepackt. Und viele Fans schrieben den Erfolg allein Drogba zu. Und das aus gutem Grund. Er schoss überragende 9 Tore in 8 Qualifikationsspielen. Die Fans konnten nicht genug von ihm bekommen. Wir haben großartige Spieler wie Drogba und Aruna, die in Europa spielen. Wir werden es schaffen. Daran habe ich keinen Zweifel. Doch die Elefanten fanden sich in der Gruppe C wieder, der sogenannten Todesgruppe. Sie hatten einen schweren Kampf vor sich, doch sie schlugen sich wacker. Sie verloren jeweils 1:2 gegen die favorisierten Argentinier und Niederländer und besiegten in ihrem letzten Gruppenspiel Serbien-Montenegro mit 3:2. Eine gelungene Vorstellung für eine Mannschaft, die zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnahm. Kurz vor der Weltmeisterschaft 2010 ist das ganze Land erneut im Fußballfieber. Doch im März 2009 führte die überschwängliche Unterstützung der Fans zu einer Tragödie. Im vollbesetzten Ofoe-Boigny-Stadion brach Panik aus und Polizisten setzten Tränengas ein. 22 Menschen starben, mehr als 130 wurden verletzt. Die Geschehnisse des 29. März sind eine nationale Tragödie. Wir wollen hier nun den Opfern unseren Respekt erweisen, damit ihr Schicksal nicht in Vergessenheit gerät. Da die Stadien veraltet und die Sicherheitsbedingungen mangelhaft sind, kommt es in Afrika oft zu Panik und Ausschreitungen. Doch die allgemeine Fußballbegeisterung ist auch weiterhin überall in Afrika zu spüren. Die Fans sind so leidenschaftlich, dass nichts die Begeisterung über einen Sieg der Nationalmannschaft trüben kann. Doch Didier Drogba möchte natürlich nie wieder so eine Tragödie erleben. Ich denke, jeder hat sehr gut reagiert. Es war ein schwieriges Spiel, aber wir haben unser Bestes gegeben. Nachdem Drogba sein Land zu seiner ersten Weltmeisterschaft geführt hatte, wurde er zum Mannschaftskapitän ernannt. Nun war er auch Spielführer und Botschafter. Obwohl Drogba unter großem Erfolgsdruck stand, führte er seine Mannschaft kurz darauf in das Finale der Afrikameisterschaft 2006.
das allerdings Ägypten mit 4:2 im Elfmeterschießen für sich entschied. Zwei Jahre später schienen die Elefanten in Hochform zu sein, als sie Guinea im Viertelfinale mit 5:0 besiegten. Doch im Halbfinale scheiterten sie an Ägypten und wurden letztendlich nur Vierter. Als Entschuldigung könnte man anführen, dass sie mit ihren Gedanken bei wichtigeren Turnieren waren. In der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2010 führte die Elfenbeinküste ihre Gruppe nach der Hinrunde ungeschlagen an. Auch die Rückrunde verlief hervorragend. Die Elfenbeinküste beendete sie mit 5 Siegen und einem Unentschieden. Dieses Mal hat die Mannschaft die Chance, auf ihrem eigenen Kontinent zu siegen. Es wäre unverzeihlich gewesen, wenn wir nicht in Südafrika dabei gewesen wären. Es ist die erste Weltmeisterschaft auf unserem Kontinent. Wir haben unser Ziel erreicht und werden unser Land besser vertreten, als wir es in Deutschland getan haben. Die Elfenbeinküste wird mit hohen Erwartungen und sehr viel Zuversicht nach Südafrika reisen. Die Mannschaft stellt sich einigen der größten Fußballnationen der Welt. Mit einem Didier Drogba in Höchstform und der Unterstützung ihrer Nation kann die Mannschaft einiges erreichen. In den vergangenen Jahren erhielt man durch Drogbas Verhalten auf dem Platz oft ein falsches Bild von seiner eigentlich sanftmütigen Persönlichkeit. Abseits des Platzes kennt man ihn als einen liebenswürdigen Familienmenschen. Er und seine Frau Alaa haben 3 Kinder. Isaac, der älteste Sohn, kam 1999 in Frankreich zur Welt. Seitdem er 2007 von den Vereinten Nationen zum Sonderbotschafter ernannt wurde, setzt er sich vor allem in Afrika für zahlreiche karitative Stiftungen ein. 2009 verkündete er, dass er mehr als 3 Millionen Euro für den Bau eines Krankenhauses in Abidjan spenden wird. Das Geld verdiente er durch seinen Werbevertrag mit Pepsi. Seine Großzügigkeit inspirierte den FC Chelsea dazu, ebenfalls Geld für dieses Projekt zu spenden. Das Krankenhaus war das erste Projekt der neu gegründeten Didier Drogba Foundation. Sein Engagement und seine fußballerischen Fähigkeiten haben ihn in seinem Heimatland zu einer lebenden Legende gemacht. Dort wird er wie ein Held empfangen. Und er sieht das nie als selbstverständlich an. Ihr gebt mir und den anderen Spielern so viel. Ihr seid fantastisch. Dank euch finde ich jeden Tag aufs Neue die Stärke, auf dem Feld mein Bestes geben zu können. Durch seine Stiftung und seine Rolle als UN-Sonderbotschafter wird er seinen Fans noch jahrelang etwas zurückgeben können. ...2008 wurde seine Biografie veröffentlicht. Sie trägt den Titel Didier Drogba, Portrait of a Hero. Die Biografie von John McShane enthüllt die anfänglichen Schwierigkeiten des Stürmers. Es geht um seinen Kampf um Akzeptanz und seine Rivalität mit dem ehemaligen Chelsea-Stürmer Schewtschenko. Das Buch ist ein Beleg für den Erfolg eines Fußballers, der erst als Teenager seinen Einstieg in das Spiel fand. Der Weg von den überfüllten Straßen Abidjans zum FC Chelsea war lang. Er spielt nun für einen der besten Vereine Europas und hat einen Jahresverdienst von etwa 6 Millionen Euro, inklusive seiner Werbeverträge. Sein Gehaltscheck vom FC Chelsea macht ihn zu einem Großverdiener in der Welt des Fußballs. Mit rund 5 Millionen Euro Jahresgehalt rangiert er nicht weit hinter seinen Mannschaftskollegen Frank Lampard und Michael Ballack. Während seiner gesamten Karriere spielte Didier Drogba an der Seite brillanter Fußballer. Inspiration erhielt er immer sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Chelsea. Sein Landsmann Bakary Koné ist ein hervorragender Stürmer. Nachdem er sich an der Elfenbeinküste einen Namen gemacht hatte, wechselte er 2003 nach Frankreich zum FC Lorient. 2005 spielte er für OGC Nizza und 2008 wechselte er zu Olympique Marseille. Bisher hat er in 37 internationalen Spielen 10 Tore geschossen.
Ein weiterer Landsmann, Salomon Kalou, spielt ebenfalls für den FC Chelsea. Durch seine Schnelligkeit kann er sowohl auf den Flügeln als auch im Sturm eingesetzt werden. Spieler wie Didier und ich können dem FC Chelsea viel Stärke und Selbstvertrauen geben. Nach einiger Zeit in Holland wechselte er 2006 zum FC Chelsea. Bisher hat er in 23 internationalen Spielen 9 Treffer erzielt. Sein Mannschaftskollege Florent Malouda wurde am 13. Juni 1980 in Französisch-Guyana geboren und kam 2007 zum FC Chelsea. Die ganze Mannschaft ist voller Selbstvertrauen. Wir werden versuchen, das auf dem Platz zu beweisen. Er spielt hauptsächlich auf dem linken Flügel und verhalf dem Verein 2009 maßgeblich zum Titelgewinn des FA Cups. José Mourinho, der ehemalige Trainer des FC Chelsea, hatte großen Einfluss auf Didier Drogba, als er 2004 zum Verein kam. Er half dem erst kurz zuvor in den Kader gekommenen Spieler dabei, sich in seiner neuen Umgebung einzuleben. Als Mourinho 2007 den Verein verließ, sagte Drogba in einem Interview mit dem Magazin France Football, dass er ebenfalls den Verein wechseln möchte. Doch er änderte seine Meinung. Und viele gehen davon aus, dass Mourinho ihm ins Gewissen geredet hat. Didier Drogba und andere afrikanische Stars wie Frédéric Kanouté oder Samuel Eto'o erlangen zum richtigen Zeitpunkt ihre Topform. Sie sind für große Leistungen bei der kommenden Weltmeisterschaft gerüstet. Das sind großartige Stürmer. Spieler wie Drogba, Kanouté oder Eto'o gehören in ihren Vereinen zur Stammformation. Sie sind in einer guten Verfassung. Und sie alle hatten ein fantastisches Jahr. "2006 wurde Drogba im Rahmen der Weltmeisterschaft und der Afrikameisterschaft zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt. Nachdem die Auszeichnung 2005 noch nicht an ihn ging, setzte er sich ein Jahr später mit 3 Punkten Vorsprung gegen Samuel Eto'o durch. Er war der erste Spieler der Elfenbeinküste, der diesen Preis erhielt. Bis heute konnte noch kein Spieler der Elfenbeinküste den Preis gewinnen. Es ist eine große Sache, dass Drogba ihn erhalten hat. Das ist sehr gut für die Elfenbeinküste." Im Laufe seiner Karriere hat Drogba zahlreiche persönliche Auszeichnungen erhalten. Er wurde 2-mal zum besten Spieler der Elfenbeinküste gewählt und ist bis heute der erfolgreichste Torschütze des Landes. Bereits in seinem ersten Jahr in Frankreich wurde er mit der Anse d'Or ausgezeichnet und zum Spieler des Jahres gewählt. Nachdem er ein paar schwächere Spielzeiten hinter sich gebracht hat, ist er nun auf dem Weg, seine Topform zurückzugewinnen. Und mit einer ganzen Nation im Rücken wird er es bei der Weltmeisterschaft 2010 ohne Zweifel mit einigen sehr nervösen Verteidigern zu tun haben. Hey, 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 hey.